Hast du noch deine Peitsche? Die ist im Schlafzimmer. Was denn jetzt deine Lieblingsstellung? Ja, Missionar. Oh ja, und Stani. Ja, okay. Deine? Ich reite gerne. Hä? Mein Internet weg? Nicht mein Internet? Nee. Ich hab genau dasselbe gesagt. Letztes Mal warst du Feuer und Flamme mit mir. Ich vermisse das. Wie, letztes Mal war ich Feuer mit Flamme? Ich wollte einfach nur deine sehen. Also meine Freundinnen haben geil ausgeschaut. Ich habe ausgeschaut wie... Ja. Eine vollbusige Frau? Aber so siehst du ja immer. Magst du Lachs? Nein. Ich auch nicht. Also in Sushi schon. Ich mag keinen Muschi. Ich hab gesagt cool. Sushi. Muschi? Sushi mit S. Guck, also langsam habe ich das Gefühl, wir sind einfach füreinander geschaffen. Ja, das wird zu viel. Ich habe doch Angst vor Frauen, bin schüchtern. Und was ist, wenn ich meine Füße zeige? Oh ja, 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 da hab ich sie wieder, da hab ich sie wieder. Ich hab gesagt, eine vollbusige Frau. Es ist das Rote, hättest du auch einfach weiß machen können. Ja, du warst ja nicht da. Ey, das ist doch das komplette Gegenteil von mir. Das ist doch scheißegal, Gegenteile ziehen sich an. Er ist angezogen, du bist ausgezogen. Ist doch super. Ich bin hier wie du, einsam und allein. Nein, ich bin nicht einsam. Das sieht schon so einsam aus. Ich hab Jungs, die mich durchnehmen. Schuss, ey. Ich hab auch Jungs, die mich durchnehmen. Ha! Was willst du machen? Erstmal Werbung. Ja, ich muss auch irgendwie Geld verdienen, oder? Ist ja okay, Pookie. Also, die Tapete ist geisteskrank gewählt, wirklich. Also, die ist wirklich abnormal. Ja. Die ist wirklich besonders. Die ist, also, dass du das noch nicht geändert hast, ist krass. Ich hab mit der 13-Jährigen geredet, die hat sich geschminkt. Hast du dich mit 13 geschminkt? Ich glaub nicht. Also, ich bin nicht so in diesem Schminkgame drin. Mit 15 oder so. Die hat gesagt, dass ihre Tante ist 1999 geboren. Sie hat gesagt, dass viele Leute sie nicht unterscheiden können zwischen ihrer Tante und sie. Ach so. Ja, weil ich nach der Nummer von ihrer Tante gefragt habe. Hieß, kannst du mich grüßen, heißt Luan. Luan, du bist ein Huan. Einer fragt, welche Kette du hast. Kreuzkette, also zwei. Für den. Warum man sieht das nicht wegen meinen Fingern? Das ist höher. Mit deinem ganzen so. Körper. Maul. Wir müssten alle kaufen sein. Ja, ich habe auch kein Problem. So, also. Das ist nichts Besonderes. Ja, 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 ja. Okay. Ich kann mich ja überhaupt auf dich drauflegen und meine Masse, die bedeckt dich einfach. Oh nein. Oh nein. Das wollte ich aber nicht. Nee, ich will nicht sterben. Die Frau will fragen, mag das? Weißt du, was ich mag? Mein Fuß in deinem Mund. I lost no not November looking at your face. And at a picture in the background of the ass. Legt's mich doch. Bei beiden gebe ich die Antwort ja. Bist du ein bisschen zu jung zum Vapen? Schmeckt geil. Die schmeckt geil. Ja, das Trinken. Das Bier. Ich darf das trinken. Was ist das? Das ist Bier mit Eistee. Was für Bier? Kronbacher. Bist du ekelhaft, Alter? Wer trinkt denn das mit Eistee, Digga? Bist du widerlich? Yes! Was höre ich hier? Aber wie kommt jetzt jemand drauf, dass ich verheiratet bin? Weiß nicht, hast du einen Ring am Finger oder so? Also, tut mir leid, aber Digga, wie viel soll die verheiratet sein, Kollege? Fünf. Vier. Oh mein Gott. Und warum traust du dich jetzt auf einmal so drauf? Davor bist du auch immer da mitgegangen, also. Also, ich hab die Maske eigentlich nur getragen wegen ganzen hier. Ich hab mir so, okay, ich kann aber auch einfach eine Brille. Oh, jetzt gefallen mir die ist eigentlich nett, jetzt kann ich auch immer so drauf, wa? Also, niest jetzt mal Real Talk sich aus wie eine Blut? Mami, oder? Ach so. That is what. 77% haben noch nicht abonniert. Abonnier verdammt jetzt nochmal. Und mach die Benachrichtigung an, damit du kein Video mehr verpasst. Vielleicht sind meine so lockig oder so, aber die sind dann so Natur aus. Soll ich dir die so stylen? Boah, das wäre krass geglättet. So eine geile, fresh Freeze machen. So Seiten auf null ein bisschen mit so Übergang. Oh. Ich weiß, du bist minderjährig. Ich glaube nicht, dass ich dich an meinen dran lassen kann. Noch. Stehst du wirklich auf Füße? Nein. Okay. Auf Hände? Hände? Nur wenn die mein berühren. Oh, ich hab
so Halsschmerzen. Das ist unnormal. Was denn? Nichts. Ach, nichts. Weißt du, wo ich mich... Wisst ihr, wofür die 88 früher genutzt wurde? Nee. Ehrlich nicht? Nee. Was ist der 8. Buchstabe im Alphabet? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nicht mal zählen könnt ihr. Wer bist du? 21 und du? Ich werde am 17. November 19. Warum sagst du mir das, dass du jetzt am 17. November 19 bist? Ja, weil das ich... Was juckt das? Stimmt, deine Position war auch letztes Mal, oder? Nee, war die... Ich bin umgezogen. Das einzige Problem ist, du bist nicht ausgezogen. Daran müssen wir noch was... Wie alt ist deine Schwester? Sie ist 23. Ist sie noch Single? Du lass mich nicht aufhören, ne? Du bist eine kleine Bumsrat, du bist süchtig. Oh, guck mal, du hast nicht mal Nein gesagt. Du hast einfach nur so geguckt. Das ist geisteskrank. Also bist du arbeitslos? Natürlich bin ich arbeitslos. Und du? Ich bin Tänzerin. Tänzerin. Problem? Weil du weißt, Strippen ist kein Tanzen, ne? Ich bin keine Stripperin. Wo würdet ihr euch bei eurem ersten Date treffen? Bei unserem ersten Date? Ja. Ich würde dich abholen mit meinem Auto. Und dann würde ich dir meine Füße rüberstrecken. Genau. Und dann würde ich langsam hoch zu deinem Mund mit meinem Fuß. Damit ich am großen Zeh lutschen kann? Ja. Ah, sorry. Ich war gerade... Darf ich deinen Buddycode erraten? Mach. 2. Nein. 1. Nein. 0. Nein. Das macht jetzt besser, wenn wir nach oben gehen. Ja! Genau da wollte ich hin. Genau da wollte ich. 8. Nein. Ach so, 10? Nein. 15? Sag mal, wo sollen wir denn noch hoch? Was bist du, wenn du. 20? Ja, 3. Habe ich doch gesagt. Nee, habe ich nicht. Weil, weißt du, in den Animes ist mir aufgefallen, die Motherfucker. Die haben immer weiße Haare, deswegen ich kann nicht umfärben. Ja, aber du bist ja keine Mütter. Also, sind das nicht immer die Typen, die weiße Haare haben? Ja, die Strongest haben immer weiße Haare. Deswegen, schade, ihr seid mir auf die Schliche gekommen. Ich bin auch ein Mann. Alles gut, rutschen kannst du trotzdem. Willst du mich skippen? Bei Frau und so, weißt du? Okay. Kein Kuss. Bin schüchtern. Mach nochmal. Nein, ich mach nicht. Ich werde sonst halt jetzt hingehalten. 31, 32 und so Zeug, das ist mir zu alt. Und zu jung? Zu jung, 13. Weil ich präferiere 14. Nein, was? Spielst du Minecraft? Nein. Kannst du an mir spielen? Warum nein? Du willst mir deine Füße in meinem Mund, aber an mir spielen willst du nicht, oder was? Kaffeegröße. Sowas hätte ich auf Ernst früher gefragt, noch vor einem Jahr. Ich habe mich geändert. Das ist crazy, jetzt können wir uns endlich mal ernsthaft daten. Ich will nur noch deine Lochtiefe wissen.